Harald von Korflesch, zurzeit Vizepräsident für Forschung, Transfer, Internationalisierung und Digitalisierung der Universität Koblenz-Landau. Heute befinden wir uns auf dem Campus in Koblenz, für den ich insbesondere noch zuständig bin. Forschung ist eines meiner Themen, die ich im Sinne der strategischen Entwicklung der Universität vertrete. Und in Zeiten von Fake News und einer vielleicht abnehmenden Glaubhaftigkeit an das, was Wissenschaft macht, ist es mir ein besonderes Anliegen, auf zwei Dinge hinzuweisen. Zum einen, dass Wissenschaft und Forschung wichtig für unsere Gesellschaft sind. Wir kommen nicht umhin, die Herausforderungen, die wir auf gesellschaftlicher Ebene haben, sei es das Thema Umwelt, sei es das Thema Mobilität, sei es das Thema Gesundheit oder auch neue Medien, ohne wissenschaftliche Fundierung zu bewältigen, sind Herausforderungen, denen wir uns gerade in besonderem Maße zu stellen haben. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, dass diese Forschung nicht im Elfenbeinturm passiert, sondern sich öffnet. Und diese Öffnung hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist, dass Wissenschaft auch transferiert wird, dass sie sich öffnet in Richtung Gesellschaft und dort eine gewisse Transformation auch intendiert. Das ist jetzt nicht die unbedingte Notwendigkeit. Das heißt, man darf auch forschen, ohne jetzt direkt immer einen Anwendungsbezug oder Transformationsbezug zu haben. Aber im Großen müssen wir uns das immer vor Augen führen, dass hier eine Erwartungshaltung auf der Gesellschaft ist, dass Wissenschaft einen Beitrag leistet. Zum anderen soll aber auch die Gesellschaft stärker motiviert werden, sich für Wissenschaft zu interessieren und auch mitzuwirken. Und das geht in den Bereich Open Science, also Öffnung der Wissenschaft, und zwar nicht als Einbahnstraße, also aus der Wissenschaft in die Gesellschaft, sondern eben als Dialog. Vielen Dank.